In dieser Vorlesung behandeln wir den Satz von Gauß, einen wichtigen Integralsatz, der auch in der Physik eine bedeutende Rolle spielt. Und zwar verknüpft der Satz von Gauß hier auf der linken Seite ein Volumensintegral über einen Teilbereich V, über ein Volumen, Teilbereich des R3, mit einem Flächenintegral über den Rand, über die Berandung dieses Volumens. Das heißt, üblicherweise bezeichnet man diesen Rand dann mit demselben Buchstaben wie das Volumen mit dem vorangestellten Del-Symbol. Das heißt, dieses Flächenintegral ist wichtig jetzt hier, läuft über eine geschlossene Fläche. Deswegen führt man im Integralsymbol auch hier diesen Kreis ein. Wir werden in Zukunft, hier habe ich es noch deutlich gemacht, dass es hier um ein Dreifach, also ein Volumensintegral auf der linken Seite handelt. In Zukunft wollen wir das einfacher notieren und einfach nur ein Integralsymbol zeichnen oder notieren, weil durch das Volumenselement hier auf der rechten Seite wird schon klar, das ist ein Volumensintegral und auf der rechten Seite haben wir ein Flächenintegral, weil hier das vektorelle Flächenelement steht. Und wir werden das auch nur mit einem Integralsymbol, allerdings mit einem Ringel hier, um zu deuten, dass wir sich hier um eine geschlossene Fläche handelt. Was Sie hier sehen, ist der Satz von Gauß in seiner gebräuchlichsten Form, wo hier im Integral ein Vektorfeld F auftaucht. Im Volumensintegral, genauer gesagt, ist die Divergenz von F und im Flächenintegral haben wir das Skalarprodukt dieses Vektorfeldes F mit dem vektorellen Flächenelement, das wir über den Rand der Fläche aufintegrieren wollen. Wie gesagt, ist das die in der Physik auch am gebräuchlichsten verwendete Form des Satzes von Gauß. Man kann diesen Satz von Gauß noch allgemeiner formulieren. Das wollen wir jetzt noch. Sie finden es auch im Skriptum. Die Gleichung 240 ist es im Skriptum. Da steht ganz einfach das Integral über das Volumen. Und hier in Koordinatenschreibweise Nabla angewendet auf ein Feld F ist gleich dem Integral, Flächenintegral über den Rand von V von F d a i. Wobei das F kann ein beliebiges Tensorfeld darstellen. Also, zum Beispiel, F kann sein ein Fi. Ja, wenn hier ein Vektorfeld, schreiben wir es vielleicht so hin, kann ich durch ein Fi ersetzen, dann habe ich hier ja DIFI stehen, da steht genau die Divergenz von F und auf der rechten Seite steht das Skalarprodukt. Es kann aber durchaus F ein Skalarfeld bleiben, F kann ich auch ersetzen durch irgendein Tensorfeld, TI, oder F kann im Prinzip auch sein ein B, J und so weiter. Ja? Also für F kann man ein beliebiges Tensorfeld einsetzen. Beweisen werden wir den Satz von Gauß ein anderes Mal. Zunächst aber noch wichtige Voraussetzungen. Was sind die Voraussetzungen, unter denen dieser Satz von Gauß gilt? Zunächst einmal muss diese Fläche, die Berandung, muss stückweise glatt sein. Also aus ähnlich vielen Teilflächen bestehen. Und jede dieser Teilflächen muss eine Parameterdarstellung besitzen. Insbesondere muss ein Normalvektor definiert sein auf dieser Fläche. Und die Konvention ist, der Normalvektor zeigt
nach außen. Und außen ist jetzt hier klar definiert, also aus, so wie es hier gezeichnet ist, aus dem Volumen heraus. Die zweite wichtige Voraussetzung ist, jetzt in Bezug auf das Feld, dieses Tensorfeld hier, F sei in V und auf der ganzen Berandung dv definiert. Zunächst einmal natürlich. Und auch stetig differenzierbar. Gut, machen wir vielleicht zu dem zweiten Punkt hier, werden dann noch etwas beim zweiten Beispiel noch was sagen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Und ich demonstriere, wie gesagt, den Beweis des Satzes von Gauß führe ich dann in der nächsten Vorlesung. Zunächst wollen wir den Satz von Gauß in der Form Satzes von Gauß in der Form, nämlich das Volumensintegral von der Divergenz von F über ein Volumen V soll, wollen wir zeigen, dass es tatsächlich gleich ist dem Integral von F mal dA über den Rand der Fläche, des Volumens. Und zwar nehmen wir jetzt hier in diesem Beispiel, nehmen wir an, wir wollen jetzt hier über Kugel integrieren, dann ist das die Oberfläche der Kugel hier auf der rechten Seite. Und zwar, und als haben wir noch ein, und für das Vektorfeld nehmen wir jetzt ganz einfach einmal ein F sei einfach einmal der Ortsvektor, F von R. Dann können wir mal, dann haben wir quasi hier eine linke Seite und eine rechte Seite. Und zeigen wir mal, rechnen wir uns mal die linke Seite aus, die geht nämlich da hier auf dem, das geht sich in einer, in zwei Zeilen noch schön aus, nämlich dort, was brauchen wir, um die linke Seite des Volumensintegral auszurechnen? Divergenz von F müssen wir hier berechnen. Divergenz für dieses Feld ist dIxi. Ja. Das haben wir schon oft gehabt, das ist ein Delta II, das ist 3. Also die Divergenz in dem Fall ist einfach berechnet und ist eine Konstante. Das heißt, bei der Berechnung der linken Seite Divergenz F in diesem einfachen Beispiel kann ich die Divergenz, die ist ja gleich 3, vorne hinziehen, kann also 3 mal das Volumen der Kugel. Das ist ja nichts anderes als das Kugelvolumen, also 3 mal, und das Kugelvolumen ist 4 Drittel Pi Kugel mit Radius R, nehmen wir, mit Radius groß R. Also so kriegen wir das Ergebnis der linken Seite 4 Pi R der dritten. Jetzt muss natürlich, wenn der Satz von Gauss gilt, muss natürlich hier auf der rechten Seite das gleiche rauskommen. Ja, das überprüfen wir jetzt. In der Praxis wird man natürlich den Satz von Gauß und insbesondere dann einsetzen, wenn man zum Beispiel gerne ein Flächenintegral hätte und kann das aber dann umwandeln in ein Volumenintegral, das man dann leichter ausführen kann. Ja. In dem Fall als Übung wollen wir aber die rechte Seite separat noch berechnen. Also, was brauche ich jetzt, um die rechte Seite auszurechnen? Ich brauche mal eine Parameterdarstellung der Kugeloberfläche, damit ich denn, das vektorielle Flächenelement aufstellen kann. Das haben wir schon einmal gemacht, wenn Sie sich erinnern. Machen wir es an der Stelle einfach noch einmal. Das heißt, die Kugeloberfläche dk, die parametrisieren wir jetzt als Funktion von
Kugelgeneraten als Funktion von Theta und Phi. Und das machen wir, indem wir hier sagen, das R ist ein Cosinus, ja, Sinus Theta Cosinus Phi, Sinus Theta Sinus Phi und Cosinus Theta. Und Theta, wissen wir, der Polarwinkel geht von 0 bis Pi und Phi geht einmal von 0 bis 2 Pi. Gut, jetzt müssen wir also hier, das ist jetzt vielleicht eine gute Übung, das noch einmal auszurechnen, sonst können Sie den Teil auch überspringen. Wenn Sie wissen, wie man das Element einer Kugel ausrechnet, dazu braucht man ja die A, das vektorelle Flächenelement war ja dr noch, ich glaube, wir haben es da immer x genannt, nehmen wir es da halt x, dx noch d, ein d reicht, noch d Theta Kreuz dx noch d Phi, d Theta d Phi im Prinzip plus oder minus zunächst einmal und dann entscheiden wir uns für ein Vorzeichen, das uns passt, nämlich das nach der x noch die Theta ergibt, schreiben wir es die Vektoren gleich hin, der x noch die Theta. Hier kriegen wir also mal ein R von dem ersten, der x noch die Theta. Also noch Theta kann man hier Cosinus Theta, Cosinus Phi, Cosinus Theta, Sinus Phi und Minus Sinus Theta Kreuz. Jetzt vom zweiten kriegen wir noch einmal ein R, gibt ein R Quadrat. Jetzt müssen wir noch Phi ableiten, ergibt ein Minus Sinus Theta Sinus Phi. Dann haben wir ein Sinus Theta Cosinus Phi und 0. Das Ganze noch mit dem Differential d Theta d Phi. Und jetzt führen wir das Kreuzprodukt aus. Also eigentlich haben wir immer noch Plus Minus hier stehen. R Quadrat. Und das Kreuzprodukt ergibt hier mal 0. Und dann Sinus Quadrat Theta Cosinus Phi. Dann zweite Koordinate haben wir hier Sinus Theta, Cosinus Theta, Cosinus Quadrat. Schreiben wir mal Sinus Theta, Cosinus Theta. Denken wir uns den Cosinus Quadrat. Und beim zweiten Ausdruck kriege ich wieder Sinus Theta, bin ich wieder plus Sinus Theta, Cosinus Theta und Sinus Quadrat. Kann man rausheben den Ausdruck und Sinus Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Phi ergibt 1, hebt sich also weg. Und im letzten Term kriegen wir Sinus Theta, Cosinus Theta, Moment mal, jetzt habe ich mich, glaube ich, irgendwo vertan. Was mal geschwind. Doch, Sinus Quadrat. Na, da gehört das Sinus Quadrat. Entschuldigung. Das, ich habe schon die dritte Koordinate. Da kommt jetzt das Sinus Quadrat Theta. Sinus Quadrat Theta Sinus Phi, sowas. Und jetzt in der letzten Koordinate kommt Sinus Theta. Großes Theta wird als verschaut. Ja, d Theta. D. Da können wir noch rausheben. Einmal Sinus Theta heben wir nämlich raus, dann haben wir stehen R Quadrat Sinus Theta und hier steht Sinus Theta Cosinus Phi Sinus Theta Sinus Phi und Cosinus Theta. Ich habe jetzt hier schon das Vorzeichen wird. Das, was nämlich hier steht, wenn Sie es vergleichen, das ist ja nichts anderes als der Ortsvektor in Kugelkoordinaten ausgedrückt.
ist der Einheitsvektor in Richtung des Ortsvektors, also R durch R. Und der zeigt nach außen, das heißt, das Minus hier können wir einklammern. Das heißt, wir haben jetzt hier, schreiben wir es nochmal hin, die A ist also und R auf der Kugeloberfläche ja, lassen wir es einmal so stehen. Ist also R Quadrat Sinus Theta R durch R. Und F war in unserem Beispiel R. Im Integral brauchen wir das Skalarprodukt von F und dA. Und zwar auf der Kugeloberfläche ist dann, haben wir hier stehen, R Quadrat Sinus Theta. Und R durch R brauchen wir hier, weil jetzt sind wir auf der Kugelfläche mit Radius groß R mal, also F muss ich eigentlich davor hinschreiben, mal R. Das hier im Zähler gibt dann R Quadrat, kürzt sich einmal und wir haben insgesamt dann R der dritten Sinus Theta. Den Ausdruck müssen wir jetzt aufintegrieren. Über Theta 0 bis Pi. Da haben wir die Theta und die Phi vergessen. Und über Phi gleich 0 bis 2 Pi. Da ergibt sich folgender Ausdruck: Integral f dA über unsere geschlossene Kugeloberfläche. Ergibt sich R ist eine Konstante, also R der dritten Sinus Theta d Theta von 0 bis Pi. Und hier haben wir Integral d Phi von 0 bis 2 Pi. Das Integral ergibt 2 Pi. Das Integral hier ergibt 2. Vielleicht überprüfen können. Und dann haben wir also 4 Pi R der dritten auch auf der rechten Seite stehen. Das war auch das Ergebnis, das wir hier bekommen haben. Gut, jetzt wollen wir noch ein zweites ähnliches Beispiel rechnen. Unterschied zum ersten Beispiel ist nur, das Feld, das wir betrachten, sei jetzt im Prinzip aus der Physik. Kennen wir diesen Ausdruck hier als Feld einer Punktladung, die im Ursprung sitzt. Kann entweder in der Newtonschen Gravitationstheorie eine Punktmasse sein oder in der Mathematik eine Punktladung, die dann so ein Feld zur Folge hat. Und wir berechnen wiederum wir überprüfen den Satz von Gauss. Ja, das heißt, schreiben wir noch einmal hin. Das Volumensintegral über die Divergenz von f auf der einen Seite über ein Kugelvolumen, nehmen wir hier wieder Kugel K und auf der rechten Seite haben wir das Integral über die Oberfläche der Kugel und aufintegrieren müssen wir den Fluss dieses Feldes durch die Oberfläche. Beginnen wir vielleicht jetzt in dem Fall mit der rechten Seite hier, mit dem Flächenintegral, nachdem wir das jetzt hier auch gerade behandelt haben. Das Flächenelement ist genau das gleiche, das wir hier bereits gehabt haben. Ja. Das heißt, die A schreiben wir noch einmal hin. Wo hatten wir es stehen? War ja hier R Quadrat. Sinus Theta und auf der Oberfläche haben wir hier R durch R Theta d Phi.
F auf der Fläche ist minus R durch R der dritten. Das heißt, F mit dA multipliziert und integriert ergibt dann das Integral. Also fassen wir mal alle Terme mit R zusammen. Hier kriegen wir ein Skalarprodukt R mit R. Also wenn wir hier R Quadrat, dann haben wir noch einmal R mit R multipliziert. Entschuldigung, noch einmal ein R Quadrat. Und im Nenner steht ein R der dritten mal dem R, ist ein R der vierten. Kürzen sich also alle R's weg. Und dann haben wir ein Integral über Sinus Theta d Theta von 0 bis Pi. Und wir integrieren den Winkel, den Azimutalwinkel Phi von 0 bis 2 Pi. Wir kriegen also hier 4 Pi raus. Ja? Gut, jetzt kommt der etwas spannendere Teil. Jetzt rechnen wir nämlich die rechte Seite aus. Dazu brauchen wir die Divergenz von F. Das ist auch jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir das vorher schon einmal gerechnet haben. Divergenz von F ist also minus, wegen dem Minus hier, ziehen wir vor, Divergenz von R durch R der dritten. Und das machen wir am besten in Koordinatenschreibweise. Gibt also minus di xi r der dritten, schreiben wir als x j hoch 3 halbe. Hier brauchen wir also Quotientenregel, minus von ganz vorne, dann haben wir hier den Zähler abgeleitet, ergibt di xi, es gibt ein Delta ii mal dem Nenner, das schreibt es gleich wieder das r der dritten hin, minus und jetzt der Zähler unverändert und der Nenner abgeleitet, ergibt dann 3 halbe xj hoch Hochzahl um 1 erniedrigt, ein halb mal der inneren Ableitung. Es gibt dann 2 mal, wir wissen das bereits schon, 2 mal xj Delta ij gebrochen durch den Nenner zum Quadrat gibt also ein xj xj hoch 3. Und wenn wir das jetzt hier zusammenfassen, dann haben wir hier stehen, das Delta II ist 3, also minus 3 R der dritten, minus, hier haben wir auch ein 3er stehen. Hier, dann haben wir hier XI mal, nachdem ich das Kronecker-Delta hier verwertet habe, steht hier auch ein XI. XI mal XI ergibt ein R Quadrat und hier steht die Wurzel aus R Quadrat, also R gebrochen durch geraden Strich, durch R der sechsten insgesamt. Ja, R Quadrat hoch 3 ist ein R der sechsten. Jedenfalls sieht man hier, das verschwindet. So, was ist jetzt? Und genau, das Divergenz verschwindet. Das Ergebnis haben wir schon mal gesehen in einer der vorangegangenen Vorlesungen. Und dementsprechend würde ja jetzt gelten, Divergenz von F, müssen wir sie aufintegrieren über das Volumen, ist 0 dann auch, ja, wenn das hier 0 ist. Und jetzt haben wir aber ein Problem, oder haben wir ein Problem, weil hier ja für das Flächenintegral 4 Pi rausgekommen ist. Gilt jetzt der Satz von Gauss nicht? Oder was ist das Problem? Das Problem ist, wie wir es hier in der Rechnung auch schon beim ersten Mal, wie wir diese Rechnung gemacht haben, angemerkt haben, das Ergebnis gilt nicht im Ursprung, also für R ungleich 0,
weil im Ursprung ist diese Funktion nicht definiert, damit auch nicht differenzierbar. Das heißt, wenn wir unsere Voraussetzungen vom Satz von Gauß noch einmal anschauen, diese Voraussetzung, die zweite dann, ist also nicht erfüllt. F muss nämlich, oder in dem Fall hat das, ja, F sei in V und auf der Oberfläche nicht definiert. In dem Fall gibt es also einen Punkt innerhalb des Volumens, auf dem die Ableitung Divergenz nicht definiert ist. Und damit gilt. Was muss ich tun, um den Satz von Gauß zu korrigieren? Ich muss eben den Bereich um r gleich 0 herum ausnehmen. Versucht das einmal zu skizzieren, wie man das korrigieren kann. Macht die Skizze, damit ich mir leichter tue, mache eine zweidimensionale Skizze. Zeichne also hier zwei Achsen, x1, x2. x3 schaut also aus der Zeichenebene zum Beispiel heraus. Und da zeichne ich jetzt hier eine Kugel ein mit dem Radius r. Das wäre also hier eine Kugel mit dem Radius r. Da wäre also über r, da hätten wir minus r, minus r. Und hier im Ursprung gibt es eben das Problem, da ist das Feld f, das gegeben ist als minus r durch r der dritten, nicht definiert, weil du die würde ich durch 0 dividieren. Das heißt, um den Satz von Gauß zu korrigieren, muss ich diesen Bereich ausnehmen um das Integral. Dann gilt der Satz wieder, und das möchte ich jetzt Ihnen zum Abschluss dieser Vorlesung noch demonstrieren. Das heißt, ich definiere mir jetzt hier eine zweite Kugel mit Radius. Ich mache es vielleicht der Spur größer, dann tut mir leichter. So, da war ein Dreier, der ist verloren gegangen. Ups. Ach Gott. Mach meine Kugel. Ach, wenn es einmal nicht läuft, dann. So. Die verschiebe ich noch ein wenig. So, jedenfalls das Volumen, nämlich das ich jetzt hier verwende für meine Integration. Nehmen wir es einmal V'. Das wäre jetzt hier, also wäre dieses Volumen eine Kugel mit einem Loch in der Mitte sozusagen. Ja? Das wäre jetzt hier V'. Ja, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich V' ist mein Vektorfeld überall differenzierbar und dieses Ergebnis ist dann auf jeden Fall zutreffend. So, dann was ist jetzt mit der rechten Seite meines Satzes von Gauß? Also hier habe ich das Integral über den Rand der Fläche, in dem Fall V' zu bilden von f mit dA multipliziert. Ja, der Rand von V' besteht jetzt aus zwei Teilflächen. Wenn ich eine Kugel mit einem Loch in der Mitte habe, habe ich quasi hier eine äußere Fläche. Wenn ich einmal V mit Radius, nehmen wir es einmal dV1, und hier innen drinnen, damit die Verwirrung perfekt ist, nehme ich eine neue Farbe hier. Habe ich noch einmal eine Umrandung dV2. Das heißt, das Integral muss ich eigentlich aufteilen in ein Integral über die Kugel nennen es TK1 und TK2 hier.
Wenn wir uns das Ergebnis anschauen, das wir hier für das unser Google für das Flächenintegral über die Oberfläche bekommen haben, 4π. Das heißt, hier geht eigentlich der Radius gar nicht mehr ein, der kürzt sich raus. Für diesen Teil haben wir bereits berechnet, hier kommt 4π raus. Und für den Teil wird minus 4π rauskommen. Warum ist das so? Der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Flächen? Die Richtung des Normalvektors. Der Normalvektor im Satz von Gauss steht also immer nach außen. Das heißt, die a auf der äußeren Kugelfläche zeigt nach außen. Dann erhalte ich eben das Ergebnis plus 4π, wie wir oben gesehen haben. Während der Normalvektor auf der inneren, auf dem Loch, das ich da rausgeschnitten habe, auch außen zeigt, also aus dem Volumen hinaus, zeigt aber dann nach innen und das ergibt dann hier ein minus 4π. Und damit ergibt dieses Flächenintegral über die geschlossene Fläche 0 und damit sind, nachdem jetzt alle Voraussetzungen des Satzes von Gauss wieder anwendbar sind, stimmt auch die linke und die rechte Seite, also das Volumensintegral mit dem Flächenintegral wieder überein. Ja, also das letzte Beispiel, das sollte Ihnen nur eine Warnung sein, sodass Sie sehen, dass wenn Voraussetzungen verletzt sind, wie eben die Differenzierbarkeit des Vektorfeldes in allen Punkten innerhalb des Volumens, dann kann eben hier ein Problem auftreten. Das kann man eben korrigieren, indem man diese Punkte durch geeignete Löcher um diese Punkte herum aus dem betrachteten Volumen herausnimmt.